Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen in der St. Wendelinskirche in Neuses. Das letzte der Freigerichter Patronatsfeste ist der Neusser St. Wendelinstag. Wendelin soll in Irland geboren worden sein, im 6. Jahrhundert als Sohn eines Stammesfürsten. Der junge Mann hatte keine Ambitionen, einmal die Nachfolge seines Vaters als König anzutreten. Er hat heimlich sein Vaterhaus verlassen und sich als armer Pilger auf den Weg in das weit entfernte Rom gemacht. Viele haben es damals gemacht wie er. In einer Zeit, in der es in Irland ungefährlich geworden war, Christ zu sein, hat es manche fromme Gottsucher in die Fremde gezogen. Die irischen Mönche nannten das, dieses Pilgerleben, deshalb auch das weiße Martyrium. Seinen Lebensunterhalt hat Wendelin sich unterwegs wohl erbettelt. Darüber ärgerte sich ein Großbauer aus dem heutigen Saarland offenbar so sehr, dass er den fremden Landstreicher aufgefordert hat, für ihn als Hirte zu arbeiten. Wendelin muss seine Arbeit gut gemacht haben. Nach den Schweinen wurden ihm schließlich auch die Schafe und die Rinder anvertraut. Vielleicht hat er zu Hause in einer der berühmten Klosterschulen auf der großen grünen Insel die Geheimnisse der Naturheilkunde gelernt. Nach und nach haben sich auch viele Menschen dem fremden Pilger anvertraut, der sich auf dem Bauerngut im Saarland eine kleine Einsiedelei eingerichtet hatte. Durch seine guten Ratschläge ist er in der Gegend so bekannt geworden, dass ihn schließlich die Mönche aus dem nahen Kloster Tholey zu ihrem Abt gewählt haben. Wann die Neusser den heiligen Wendelin zu ihrem Patron gewählt haben, darüber ist nichts bekannt. Die alte Wendelinskapelle ist etwa 300 Jahre alt und sie ist sicher nicht die erste an dieser Stelle. Dass die Wahl auf Wendelin gefallen ist, überrascht kaum, denn von Anfang an ist Wendelin ein Patron der Bauern und der Hirten gewesen, ein Fürsprecher gegen Missernten und Viehseuchen und neuerdings sogar ein Streiter für den Naturschutz an Gottes Thron. Die Erde gehört uns nicht, aber sie ist uns Menschen anvertraut. Und es liegt in unserer Macht, sie zu bewahren oder zu zerstören. Werden wir unserer Verantwortung gerecht? Bitten wir Gott um seinen Beistand. Lasst uns beten. Gott, unser Ursprung und Ziel, du hast deinen Knecht, den heiligen Einsiedler Wendelin, auf dem Weg der Armut zur Freiheit des Geistes geführt und ihn zu unserem Fürsprecher bestellt. Hilf uns, dass wir in allen Sorgen dieses Lebens stets das eine Notwendige suchen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Ihre Speise zu seiner Zeit.
muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst den Tisch vor den Augen meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang. Und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Alle Augen warten auf dich, Herr. Und du gibst ihnen ihre Speise zu sein. Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, Jesus mit einer Frage, eine Falle zu stellen. Sie veranlassten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes zu ihm zu gehen und zu sagen: Meister, wir wissen, dass du immer die Wahrheit sagst und wirklich den Weg Gottes lehrst, ohne auf jemand Rücksicht zu nehmen, denn du siehst nicht auf die Person. Sag uns also, ist es deiner Meinung nach erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und sagte: Ihr Heuchler, warum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt. Da hielten sie ihm einen Denar hin. Er fragte: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten: Die des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wendelin ist als Fremder zu uns gekommen. Es ist nicht immer leicht, ein Fremder zu sein. Und auch wenn dabei kein Blut fließt, gehört doch etwas Mut dazu, das weise Martyrium auf sich zu nehmen. Ein Fremder wird oft nicht gleich verstanden. Ein Fremder wird oft mit Misstrauen betrachtet. Ein Fremder sieht alles mit anderen Augen. Ein Fremder hat Distanz, ein wenig Abstand zu den Dingen. Vielleicht ist Wendelin auch gerade deshalb ein guter Ratgeber gewesen. Ein Fremder ist Wendelin geblieben, obwohl er inzwischen in Neuses heimisch geworden ist. Deutsche Siedler haben seine Verehrung in Ungarn und Rumänien verbreitet. Und Auswanderer aus dem Saarland und der Pfalz haben ihren Patron in die neue Heimat nach Südamerika
mitgenommen. Ein Fremder in der Welt muss nicht weltfremd sein. Jesus ist ein Fremder geblieben und darin vielen Menschen zum Vorbild geworden, zum Beispiel auch dem heiligen Wendelin. Wer irgendwo in der Welt heimisch werden möchte, der muss Rücksicht nehmen auf diejenigen, die dort das Sagen haben. Es gehört Mut zum Fremdsein. Dazu, den Mächtigen so offen wie Jesus zu sagen, wem allein man sich verpflichtet fühlt. Ich glaube, wir brauchen heute Menschen, die diesen Mut aufbringen. Menschen, die den Mut haben, Missstände anzusprechen, auch auf die Gefahr hin, dass sie auf Unverständnis stoßen. Da gibt es einiges zu sagen zu unserem Umgang mit der Natur, mit den Tieren, mit dem Flüchtlingselend und auch in der Kirche gibt es manche Missstände, die angesprochen werden müssen. Fremd in der Welt, ohne weltfremd zu sein, gebe Gott uns den Mut dazu. Heiliger Wendelin, bitte für uns. Lasst uns beten. Für alle Menschen, die Unrecht mutig beim Namen nennen. Guter Gott, schütze sie in ihrem Einsatz für die Bewahrung der Natur, des Lebens, bei ihrem Kampf für Menschenrechte und menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Für alle Christinnen und Christen, die sich bemühen, ein Leben aus dem Glauben zu führen. Guter Gott, bewahre die Kirche davor, sich allzu sehr in dieser Welt einzurichten und aus Bequemlichkeit mit dem Strom zu schwimmen. Für alle, die unfreiwillig zu Fremden geworden sind, auf der Flucht vor Krieg und Naturkatastrophen, auf der Suche nach Arbeit und einem besseren Leben für sich und ihre Familien. Guter Gott, lindre die Not der Flüchtlinge und Entwurzelten. Hilf uns Menschen, einander beizustehen, ohne Vorurteile und ohne Angst vor dem Fremden. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ein kleines Stück Knochen vom heiligen Wendelin steckt in diesem Reliquiar, mit dem ich Sie und euch heute segnen möchte. Für viele ist das inzwischen ein wenig befremdlich. Doch wenn wir Reliquien von Heiligen in Ehren halten, dann ist das auch ein schönes Zeichen des Staunens darüber, wie Gott einen vergänglichen Menschen zum Segen werden lässt. Und dieses Kunststück gelingt ihm mit jedem von uns, wenn wir den Mut haben, es zuzulassen. Und dazu segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Musik.